Weinend verlassen sie das Spielfeld. Für Tobias Schweinsteiger und Doppeltorschütze Salahi bricht eine Welt zusammen. Wir waren eigentlich in der dritten Liga, muss man sagen. Lukas macht es, glaube ich, nicht mit Absicht. Das ist einfach, ich glaube, denen ist am härtesten für alle, dass sowas passiert. Ich glaube, der Schiri hat gesagt, wenn er den Ball fängt, pfeift er das Spiel ab. Das ist ja, unglaublich. Ich glaube, ja, sowas passiert nicht oft und schade, dass uns das passiert ist. Durch seinen Patzer haben die Bayern den Aufstieg in die dritte Liga verpasst. Lukas Räder wirkt im Interview direkt nach dem Spiel gefasst. Eine Entschuldigung an die Mannschaft oder die Fans gibt es nicht. Wie soll es denn mir aussehen? Also, wie gesagt, alles in Ordnung. Fehler passieren halt. Da kann ich jetzt, ich kann den Ball nicht mehr zurückholen. Von daher muss ich jetzt damit lernen und es abhaken. Kurz darauf sitzt er im Kabinengang. Der Blick geht nach vorne, ins Leere. So ganz locker scheint er den Patzer dann doch nicht wegzustecken. Trainer Ten Hag sucht das Gespräch mit dem Keeper und versucht ihn zu trösten, ihn wieder aufzubauen. Für Räder ist das Kapitel FC Bayern nach diesem Spiel beendet. Der Keeper verlässt den Verein. Für die Bayern-Amateure muss der Blick jetzt wieder nach vorne gehen. Sie wollen wieder angreifen. Und das Ziel, dritte Liga, nächstes Jahr wieder in Angriff nehmen. Die Liga wird nicht leichter für uns zu spielen. Wir werden es wieder angreifen. Und mehr kann man jetzt auch nicht sagen.